Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. So, jetzt sind die beiden Mannschaften dann wirklich auf dem Feld. Nochmal ein bisschen Shakehands mit den Gegnerinnen und den Schiedsrichterinnen. Und dann geht's los. Dritter Spieltag Frauenfußball, zweite Frauenfußball-Bundesliga. Hamburger Sportverein empfängt den FC Ingolstadt. So, schöne Balleroberung und dann ist das auch gleich die erste Chance für die Hamburgerinnen über Emilia Hirche. So, das Spiel breit gemacht über die linke Seite, der Pass in die Spitze, allerdings versandet der erstmal noch. Und dann der Schuss aus der zweiten Reihe und das war wahrscheinlich die bisher größte Szene des Spiels. Kommt an, Günther, immer noch Günther am Ball. Und dann der nächste Versuch aus der zweiten Reihe. Diesmal nicht mit ganz so viel Kraft dahinter, aber trotzdem ein Torschuss. Anna Günther steht bereit, bringt den Ball hoch, rein! Und dann ist es die erste wirklich dicke Chance der Partie. Mit deutlich mehr Spielanteilen und den besseren Chancen. Die Spielerin fällt im Strafraum, möchte unbedingt einen Strafstoß haben. So, aber jetzt erstmal wieder der HSV auf dem Weg nach vorne. Über die Mitte und dann ist es der nächste Abschluss. Und das nächste Mal, dass Franziska Meier brilliert. Dieses Mal beim Schuss von Hanna Günther. Und die zweite Chance direkt nochmal hinterhergeschickt. Allerdings natürlich, wie gesagt, mit deutlichem Chancenplus. Stöckmann geht auf links. Jawohl, wird da auch gesehen, sofort von ihrer Mitspielerin. Bringt den Ball rein. Aber Franziska Meier im Tor der Ingolstädterinnen sicher. Links läuft Stöckmann schon wieder bereit. Verlegt da die erste, dann die Chance mit dem Kopf. Aber auch hier Franziska Meier im Tor wieder zur Stelle. So, machen da auch sofort den Ball wieder fest. Schön rausgespielt. Und das ist die erste große Chance der zweiten Halbzeit für den Hamburger Sportverein. Und die machen genauso weiter, wie sie die erste Halbzeit aufgehört haben. Also, wer macht's? Hanna Günther zieht den Ball einfach mal aufs Tor. Knapp drüber. Das war eine gute Chance für den Hamburger Sportverein. Ja, aber eben nicht nur schnell, sondern auch gleichzeitig kontrolliert, weil ansonsten geht es nämlich gleich in die andere Richtung, wie hier jetzt, über Hanna Günther. Es ist ja alles sehr, sehr kontrolliert, was bei denen nach vorne passiert. Schön durchgesetzt, leicht abgefälscht und das ist eine gute Chance gewesen. 77. Spielminute, der Hamburger Sportverein erlebt noch. Ja, kommt da zu Fall, Schiedsrichterin sagt aber erstmal weiterspielen, Vorteil. Dann ein Schuss, Franziska Meier kann den Ball da nicht richtig kontrollieren. Aber dann steht da eben keiner in der Box, der den Ball annehmen kann. So kann aus einer ungefährlichen, eine wirklich gefährliche Situation werden. Und da ist sie, die große Chance. Und das 1:0 aus Sicht der Gäste. Und das zu einem völlig überraschenden Zeitpunkt. Damit hätte hier wirklich keiner rechnen können, dass die Ingolstädterinnen knapp 10 Minuten vor Ende der Partie hier mit 1:0 in Führung gehen. Gerade eben sage ich es noch, dass das eben diese Pässe sein können, die hier ein komplettes Spiel zerschießen. Schulz wieder links raus Richtung Stöckmann. Und dann einfach mal von ein bisschen weiter weg probieren. Latte, unfassbar.
auf unserem extra und eigens hierfür geschaffenen YouTube-Kanal Sporttotal X zweite Frauen-Bundesliga. So, nächste zumindest kleine Chance für die Ingolstädterinnen. Versandet aber links neben dem Tor. So, kurz ausgeführter Freistoß. Warum auch nicht mal aus der Ferne probieren? Und das war's dann auch. Oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.